Der BFC ist seit 6 Spielen ungeschlagen. Auswärts konnte Dynamo erst 4-mal gewinnen. Gegen Altklinike soll der 5. Auswärtssieg gelingen. Im altbekannten Jahn-Sportpark vor 800 Zuschauern. Viel Bewegung unter der Woche beim BFC. Brandt wechselt im Sommer nach Greifswald. Dedides kommt aus Jena. Dadaschow kehrt zurück. Sie stürmen zusammen in der nächsten Saison mit Cedric Euchen, der hier auf 1:0 stellt in der 16. Minute. Traf in diesem Kalenderjahr nur einmal gegen Greifswald. Erzielt sein 6. Saisontor. Schwach verteidigt von der VSG. Zeiger kann nicht entscheidend klären. Uden ebenfalls nicht. Die Abstände zu groß bei der VSG. Heimschwäche, Altklinike, größtes Manko in dieser Saison. Nur 5 Siege zu Hause. Platz 12 in der Heimtabelle. Büch gegen Suljic. Und Diesela im Nachfassen. Die VSG findet überhaupt keinen Zugriff im ersten Durchgang. Es spielt nur der BFC. Dynamo gewann die letzten 3 Duelle. Hinspiel 2:1 im Sportforum. Suljic. Zeiger mit dem Schienbein dazwischen und dann das. Gordon Büch legt unfreiwillig auf für Cedric Euchen. 2:0 BFC. 30 Minuten gespielt. Euchen mit dem Doppelpack. Gegen kein Team trifft er häufiger als gegen die VSG. Er erzielte 2 Tore im Hinspiel. 4 seiner 7 Saisontore gegen Altklinike. Profitiert hier von Büchs missglücktem Klärungsversuch. Und dann lässt ihm Sander zu viel Raum und Zeit, sich in Position zu bringen. Antwort VSG nur 2 Minuten später. Bislang viele Offensivbemühungen, keine nennenswerten Torchancen. Fontaine, einer von 2 Neuen in der Startelf. Türpitz, Breitkreuz. Gergi mit der Reingabe und dann wieder Patrick Breitkreuz. 11. Saisontor des 31-Jährigen. Traf in jedem der 3 letzten Spiele. Bringt die Altklinike wieder ran. Gergi bringt den Ball rein. Ekerle fälscht noch ab. Breitkreuz kann völlig frei einköpfen. Letzte Aktion vor der Pause. Der BFC weiterhin die aktivere Mannschaft. Breitfeld im Doppelpass. Lässt Dürkner hier aussteigen. Joey Breitfeld. Eigengewächs der Dynamos. Verzieht leicht. Der BFC geht mit einer 2:1 Führung in die Kabine. Altklinike erwachte nach dem 0:2. Bestes Fußballwetter im Herzen Berlins. Dynamo mit starker Serie. 7 Punkte aus 3 Spielen gegen Erfurt, Cottbus und Chemie. Gegen Altklinike spielte der BFC noch nie unentschieden. Cedric Euchen wirbelt ordentlich auf gegen seinen Lieblingsgegner. Diesela pariert. Anrennen der VSG. 72 Minuten gespielt. Beste Phase der Blau-Weißen in diesem Spiel. Klossek. Usan. Belegu, Heinert kräftig durchgewechselt. Gergi. Und dann Breitkreuz und Sommer. Starke Parade von Kevin Sommer. Doch die Szene geht weiter. Uden. Und dann das ungeschickte Einsteigen von Suljic gegen Dürkner. Christoph Dahlmann entscheidet folgerichtig auf Strafstoß. Suljic verschätzt sich, will zum Ball gehen, trifft Dürkner mit dem linken Bein. Toljai Gergi wird antreten. Der feine Techniker der VSG mit seinem 13. Saisontor. 2:2. Altklinike ist wieder da. Sommer ahnt die Ecke, ist fast dran. Gergi aber zu abgeklärt. Oh.
Altlinike spielt weiter offensiv, will die Führung erzielen, schafft aber Räume zum Kontern für den BFC. Gergi mit dem Fehler bei der Annahme, leitet somit diesen Konter ein. Suljic, Liebelt haut sich rein. Aber dann kommt der Ball zu Cedric Euchen. Dynamo bleibt im Ballbesitz, Breitfeld. Kleis im Doppelpass mit Suljic. Marvin Kleis mit einem Traumtor zum 3:2. Jubel Richtung BFC-Fans. Erst sein drittes Saisontor. Aber den Ball trifft er perfekt. Leitet es selbst ein, schlenzt den Ball dann perfekt in den Winkel. Unhaltbar dieser Schuss für Dieseler. In der Schlussphase wurde es dann unruhig im Stadion. Es gab mehrere medizinische Notfälle. Unstimmigkeiten zwischen dem Ordnungsdienst und BFC-Fans. Christoph Dahlmann musste die Partie unterbrechen. Besonnene Spielleitung des Rostockers. Einer der Ordner ist kaum noch zu beruhigen. Die Polizei schreitet ein. Ganze 24 Minuten ist die Partie unterbrochen. Und die Feuerwehr, die kam nicht durch. Der Sicherheitsdienst signalisiert, hier passt ihr nicht durch. Kuriose Szenen mit gutem Ausgang. Alle Beteiligten wurden versorgt. Das Spiel wurde für 8 Minuten noch einmal angepfiffen. An dem Spielstand änderte dies aber nichts mehr. Der BFC gewinnt mit 3:2. Sportlich ein packendes Spiel, überschattet von der Unterbrechung. Ich habe noch nie was gesagt in diese Richtung, aber ich bin jetzt ein Jahr hier. Und man hört ja so viel über unsere Fans. Und wenn das heute in irgendeinem Zusammenhang gebracht wird mit irgendeinem Fehlverhalten unserer Fans, dann raste ich aus, weil da war eine Person im Block, die brauchte ärztliche Hilfe. Und die Ordner haben sie nicht durchgelassen. Und dann ist ein Mädchen rübergesprungen. Und wenn man dann natürlich als Fan dann hinterhergeht und dann niedergestreckt wird, dann haben sich unsere heute vorbildlich verhalten, weil es gibt Vereine, da hätte es da richtig gescheppert und es war ruhig hier. Und deswegen, das Sportliche darf nicht in den Hintergrund rücken, weil wir haben heute im Rahmen unserer Möglichkeiten ein überragendes Spiel gemacht. Und ich lasse mir das von niemandem sagen, dass aufgrund unserer Fans heute, die sich vorbildlich benommen haben, ja, und aufs Übelste provoziert wurden, ist mir zu einfach. Sportlich darf es nie in den Hintergrund rücken und wir haben es trotzdem am Ende auch noch souverän zu Ende gespielt. Ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr weit weg, weil wir gerade einen Eckball hatten. Von daher kann ich jetzt gar nicht viel dazu beitragen. Ich habe dann nur gesehen, dass da Aufregung war und dann die Polizei angerückt ist und ja. Die VSG sucht auch gegen Ende der Saison vergeblich nach der eigenen Konstanz. Restprogramm Halberstadt und Erfurt.